Ja, servus Angelbuddies, Kajakfischer. Ich bin auf dem Weg zum See, zum Ammersee, heute am letzten Tag der Saison, 31. Oktober. Ich habe in letzter Zeit viele Zuschriften bekommen bezüglich der Ammersee-Fragen. Wo kann man ein Boot ausleihen, die besten Slipstellen, darf ich mit dem Echolot fischen, was kostet die Angelkarte und so weiter. All diese Antworten findet ihr in diesem heutigen Video. Bleibt dran, bis später. Eching im Norden vom Ammersee. Ja, ich bin hier im Norden vom Ammersee und hier möchte ich euch mal die Slipstelle vorstellen, wo man sein Kajak oder Ruderboot, Angelboot zu Wasser bringen kann. Eching ist einer für mich einer zumindest der besten Plätze für Bootslippen, weil A. der Parkplatz kostenlos ist und man findet eigentlich in der Früh immer einen Stellplatz. Heute zum Beispiel ist natürlich der Parkplatz leer. Kleiner Tipp noch, sollte der Parkplatz hier voll sein im Sommer, kann man sein Fahrzeug und Trailer auch hier am Rand abstellen. Hier, das im Sommer ist hier die ganze Straße bis vorne hin vollgeparkt. Aber ist okay, da sagt keiner was, bis auf die Feuerwehranfahrtszone. Die muss natürlich frei bleiben. Aber hier am Rand kann man schon parken. Sein Fahrzeug abstellen, das macht da jeder hier, weil das ist einfach im Sommer hier proppevoll, gell? Das ist irre, was hier abgeht im Sommer. Aber ist wahrscheinlich überall am See. Die Boote werden von den Stellplätzen weggeräumt hier. Übrigens ein Stellplatz, den man mieten kann vom Landratsamt Landsberg. Kommt man da auf eine Liste, sofern man Interesse hat. Dauert so 2 bis 5 Jahre, je nachdem, wenn wieder ein Platz frei wird. Ich habe Gott sei Dank das Glück, ich habe mich mal da auf eine Liste gesetzt und habe dann Stellplatz, obwohl ich ein Kajak fahre. Aber den werde ich so schnell nicht hergeben, weil wer weiß, was kommt. Kostet, ich glaube, 190 € im Jahr, der Stellplatz. Wie gesagt, ich möchte euch heute mal die Slipstelle vorstellen, überwiegend. Das ist das Thema von dem Video und einige Fragen beantworten, die jetzt auf mich zugekommen sind in letzter Zeit. Hier, kurzes Schild ist natürlich auch wichtig, immer zu beachten. Eching ist ein Naherholungsgebiet. Wir haben hier auch ein Schongebiet, Schilfgebiet für Vögel, wo man dann nicht mit dem Boot reinfahren darf. Also diese Vorschriften sollte man natürlich immer beachten, gell? Auch für die Sappler am See, kleiner Hinweis, damit um 6 Uhr in der Früh nicht gleich die Pumpen angeschmissen werden, gell? Ja, das ist die Slipstelle oder der Weg vom Parkplatz. Hier, man sieht, der Fußweg. Er ist circa bis zur Wasserlinie so 40 bis 50 Meter. Wichtig ist für diejenigen, die mit dem Trailer zur Wasserlinie wollen, ist hier ein Stempen. Ist natürlich jetzt wichtig, hier der Abstand von diesem Pfosten zu diesem Pfosten ist 1,30 Meter circa. Das heißt, wenn der Radabstand breiter ist, kommt man mit seinem Boot, mit dem Trailer nicht mehr durch. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den sollte man halt im Auge haben. Den Pfosten im Übrigen kann man rausnehmen. Den Schlüssel hat meist die Wasserwacht. Insofern am Wochenende, wenn man Glück hat und die Wasserwacht ist besetzt, die machen natürlich gerne den Pfosten mal raus. Jetzt gehen wir mal von dem Weg hier zur Wasserlinie. Der Untergrund ist kiesig, ist fest bis zur Wasserlinie. Also man kann hier wunderbar einen Trailer reinbringen oder sein Kajak
optimal. Hier übrigens das Häuschen von der Wasserwacht Eching. Total super Team. Immer am Wochenende besetzt, im Sommer oder feiertags. Jetzt natürlich, die Saison ist vorbei. Keiner mehr da. Hier hinten im Sommer, auch saisonbedingt, die Surfschule Müller. Hier kann man Surfbretter ausleihen, SUP, und er macht auch Kurse. Auch wieder ein super Team, die immer hilfsbereit sind. Sollte man mal hier Probleme haben mit dem Boot, Slippen rein und raus, wegen dem Gewicht, weil man doch hier am Ammersee, jetzt kann man es leider nicht so gut sehen, weil trübes Wasser. Hier ist ziemlich sehr schlammig. Also die ersten 20 Meter ist totaler Schlammboden. Hier vorne noch Kies, aber dann hier geht es los mit Schlamm. Und das ist natürlich fatal, wenn man jetzt ein schweres Boot hat mit Batterie, E-Motor etc., dann sinkt man da ziemlich schnell ein. Früher hatte ich auch ein Ruderboot mit E-Motor und das war schon heavy dann rauszuziehen. Wenn er einmal im Boden sich festgesaugt hat, ja, das ist nicht ohne, da ist man dankbar, wenn man eine hilfreiche Hand hier hat. Und da sind eben die von der Wasserwacht oder die vom Surfschule Müller sind immer hilfsbereit. Also super, funktioniert top. Jetzt habe ich ja Kajak, es ist natürlich easy, gell? Also hier ist die Slipstelle, beziehungsweise hier vorne ist noch eine betonierte Rampe, die gehört zum Segelclub. Man könnte theoretisch jetzt sein Boot hier rüber kurven, über den Kies und dann auf die Betonrampe und dann ins Wasser bringen. Da ist natürlich da drüben auch im Wasser dann eine kleine Betonrampe, geht dann natürlich etwas leichter. Ja, hier nochmal der Blick hier zu der betonierten Rampe. Kann ich auch nochmal schnell zeigen. Früher, als ich noch mit dem Ruderboot unterwegs war hier, hatte ich mein Boot hier in dem Stellplatz liegen. Dann hier ist ein Tor, hat man Schlüssel, also da vorne ist ein Tor und hier ist ein Tor. Und dann kann man hier aufsperren und geht dann direkt hier runter zum See. Ist natürlich praktisch, natürlich super, gell? Voll beladen, Motor, Batterie, alles kein Thema. Einfach die Betonrampe rauf und zack, bumm, hier drin. Für jeden, der es interessiert, hier mit dem Stellplatz, mit dem Liegeplatz, kann ich auch noch die Informationen in die Beschreibung reinhängen. Man kann dann auch vom Parkplatz hier hinten am Zaun entlang diesen kleinen Weg gehen. Wenn man durchkommt, hier ist nicht recht breit, und kann dann hier runter mit seinem Trailer oder mit seinem Kajak. So, jetzt gehe ich mal den Weg, wo ich vorhin gesagt habe, wo man hier durchgehen kann, auch mit dem Trailer durchfahren könnte. Wie erwähnt, ist nicht so breit. Also ich schätze mal so, ja, knapp 2 Meter wird es hier sein, wo man da durchgehen kann, hier am Zaun entlang, wo man dann auf die betonierte Rampe kommt. Was natürlich eine feine Sache ist. Hier hat der Segelclub in Eching sein Zuhause. Sind natürlich jetzt die meisten Boote auch schon weg. Ist auch nicht schlecht. Also wer jetzt hier den Schlamm da vorne, ganz am Anfang am Ufer, wenn das nicht ganz geheuer ist, der sollte halt die Betonrampe nutzen. Ist ja kein Thema, ist super. Zudem haben wir hier schöne Sitzflächen, Bänke. Hier kann man dann schön sein Frauchen hinsetzen, die kann dann schön mit dem Fernglas da rausschauen und beim Angeln zuschauen. Also wie gesagt, hier tobt natürlich im Sommer das Leben. Da ist das Team vom Müller Surfschule. Aber das ist ja immer total lustig hier. Ja, für all diejenigen, die jetzt mit dem Ammersee nicht so vertraut sind, möchte ich eben hier einmal ein paar Slipstellen vorstellen. Ja, in nächster Saison werden da ein paar Videos entstehen. Heute erst einmal nur in Eching hier, die Slipstelle. Was meines Erachtens wirklich sehr gut ist, wie erwähnt, die Parkplätze sind da. Der Parkplatz ist kostenlos und wie so oft, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer natürlich im Sommer, in der Hochsaison, erst am Nachmittag hierher kommt und parken will, beziehungsweise sein Boot zu Wasser bringen will, der hat natürlich schlechte Karten. Hier ist wirklich Rambazamba in Eching. Wie erwähnt, hier ist auch die Surfschule, SUP-Verleih etc. Dann ist hier drüben
auf der Seite das Strandhaus. Toller Biergarten, super Essen, da schauen wir nachher gleich vorbei, das zeige ich dann. Auch für die Kiddies Spielplatz und alles. Also wenn der Papa angeln gehen möchte und dann kann die restliche Familie im Biergarten verbringen auf der Liegewiese. Schöne Liegewiese zum Sonnen, zum Relaxen, zum Abchillen. Also tolle Sache hier in Eching. Ja, jetzt zu den Fragen, die ich gerne beantworten möchte, die einige Kollegen gestellt haben. Ich hoffe, man versteht das jetzt. Der Wind nimmt jetzt ziemlich zu hier. Zuerst einmal zum Ammersee selbst. Ja, am Ammersee gibt es Karten, Tageskarten, Wochenkarten, Monatskarten, auch Jahreskarten, die man erwerben kann fürs Angeln, zum Angeln. Die gibt es an den bekannten Verkaufsstellen. Die verlinke ich mal hier in dem Video, beziehungsweise im Beschreibungstext gehe ich mal die Adressen und Kontaktdaten rein. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf. Ich glaube, die Jahreskarte, Saisonkarte kostet aktuell 2023 noch 190 Euro und Tageskarte, glaube ich, 20 Euro. Aber das verlinke ich alles noch in dem Video. Das zu den Angelkarten, die man auch in einigen Geschäften hier rund um den Ammersee erwerben kann. Da gibt es in Inning einen Tierladen, kann man die kaufen, die Karten, oder aber in Hersching im Angelladen. Gebe ich auch die Adresse unten mal rein. Soweit zu den Angelkarten. Dann kamen einige Fragen auf Echolot. Ist am Ammersee ein Echolot erlaubt? Ja, Echolot ist erlaubt. Allerdings ein Livescope ist verboten. Livescope ist verboten. Ja, ich finde es gut. Ich brauche es nicht. In einigen Seen darf man gar kein Echolot verwenden. Zum Beispiel 2024 habe ich gehört, am Möhnesee an der Talsperre im Sommer, Hochsommer, Juli, August, September, darf man in Zukunft kein Echolot mehr verwenden. Insofern, ich finde Echolot gut, für die Strukturen zu finden, die Kanten, die Tiefe etc. top. Also Echolot am Ammersee ist erlaubt. Ein anderer Punkt war Elektromotor. Ja, auch Elektromotor ist am Ammersee erlaubt. Allerdings, wer angeln möchte mit dem Elektromotor, da gibt es in den Bestimmungen, in dem Regelwerk den Passus, der Motor muss während dem Angeln aus dem Wasser sein. Speziell hier die Schleppfischer. Ich glaube, am Starnberger See darf man mit Motor schleppen, am Pilsensee auch. Hier am Ammersee Motor, Elektromotor erlaubt, ja, um von A nach B zu kommen, aber während dem Angeln muss er aus dem Wasser sein. Ist auch okay. Wie man den anmeldet etc., kann ich auch noch mal ein paar Daten liefern. Also E-Motor wird angemeldet über das Landratsamt Landsberg auch. Muss man Formular ausfüllen, kostet glaube ich dann auch 30 Euro. Und die Preise richten sich je nach Leistung des Motors, nach der KW. Kann ich auch mal unten eine kleine Tabelle in die Beschreibung reinstellen, beziehungsweise verlinke das mal in dem Video dann. Anderes Thema noch, Bootsverleih. Ja, am Ammersee gibt es auch natürlich Bootsverleiher, wie an den meisten Seen, auch für Angler. Ja, wer ein Angelboot ausleihen will, der muss halt dann zu den, rund um den See zu den Anbietern gehen. Und dann nachfragen. Für Angler gibt es oftmals Spezialpreise, so am Tag vielleicht 20 Euro. Andere verlangen wieder für die Stunde 10 bis 15 Euro, also ganz unterschiedlich. Leider verleiht die Frau Berchtold in Breitbrunn keine Ruderboote mehr, die hat es aufgegeben. Da hatte ich früher auch immer öfters ein Boot ausgeliehen, das war so am Tagespreis 15 Euro. Aber andere Kollegen bieten das nach wie vor auch am See an. Da muss man sich umschauen. Die Bootsverleiher etc., die Adressen sind ähnlich wie die Anbieter der Angelkarten, verlinke ich auch mal hier in dem Video. Ein paar Worte noch zur Angelsaison. Hier am Ammersee startet die Angelsaison am 1. März und endet mit heutigen Tage 31. Oktober. Das heißt, während dieser Zeit darf man fischen. Allerdings muss man erwähnen, dass vom 1. März bis 14. April das Angeln nur vom Ufer aus erlaubt ist. Also hier darf man nicht mit dem Boot rausfahren. Sei auch nochmal
im Regelwerk nachzulesen. Vom 15.04. bis 14.05. einer jeden Saison darf man dann mit dem Boot rausfahren. Allerdings nur zum Hygienefischen, also nur auf Renkenhygienefischen. Da darf man auch in dieser Zeit keine Kunstköder mit am Boot haben. Das heißt, Blinker, Wobbler etc. dürfen auch nicht dabei sein im Angelkasten oder irgendwo im Boot platziert. Da sind auch öfters Kontrollen und da muss man aufpassen, da scheppert es sonst. Also in diesem Zeitraum nur mit Hygiene fischen. Weiterhin ein wichtiger Punkt ist, dass es hier im Norden oben nach dieser Landzunge, die man da hinten sieht, an Stegen oben ein Schongebiet gibt. Da sind auch Pfähle im Wasser, Hinweistafeln, da sollte man also nicht reinfahren. Das ist rein für die Vögel, Vogelschutzgebiet und auch für die Jungfische. Wie gesagt, das ist Schongebiet. Dasselbe gibt es unten, ganz unten im Süden in Eidenried. Da am Ammereinlauf, da ist auch Schongebiet. Da darf man auch nicht mit dem Boot reinfahren. Ebenfalls sehr wichtig, was viele Angler nicht auf dem Schirm haben, habe ich schon bemerkt, dass es in Utting beim Strandbad am Sprungturm ca. 200 Meter raus und bis zum Mühlbach ebenfalls im Oktober ein Fischverbot gibt in dieser Zone. Immer wieder fahren die Leute rein, schleppen mit dem Boot da rein oder werfen halt ab. Also im Oktober, das ist der letzte Monat, dann ist die Saison eh vorbei, aber da ist in dieser Zeit Fischen verboten. Achtung, sage ich bloß. Dann zu den Fangbeschränkungen am Ammersee. Da ist es so, man darf am Tag maximal 4 Renken mitnehmen, ein Zander und einmal die Woche eine Seeforelle, sofern man Glück hat und eine 60er fängt. Dann zu den Schonmaße der Fische hier am Ammersee. Also so, die Renke hat 25 cm, Seeforelle wie erwähnt 60 cm, Karpfen 35 cm, Schlei 30 cm und der Seesaibling 20 cm. Ja, wichtig ist noch zu erwähnen, dass Hecht und Waller entnommen werden müssen. Ja, ein paar Worte noch zu den Bestimmungen, was mir immer wieder auffällt, wenn ich am See bin unterm Jahr. Das ist unter aller Kanone, wie sich manche Angelkollegen hier verhalten, zum Beispiel im Frühjahr beim Renkenfischen, teilweise mit 2 Posen am Fischen und noch mit der dritten am Zupfen. Also da meine ich, ich weiß nicht, was in den Köpfen von diesen Kollegen los ist, was da abgeht. Ich meine, dafür haben wir Bestimmungen und ein Regelwerk. Ja, leider gibt es immer wieder solche Vollpfosten am See, die meinen, die Bestimmungen zählen nicht für sie. Fällt mir nichts mehr ein. Ist halt schade drum, weil da werden meistens alle Angler unter einem Kamm geschert. Ich weiß nicht, muss da die Gefriertruhe noch voller werden. Aber naja, muss jeder selber wissen im Prinzip. Aber es gibt Gott sei Dank viele Kontrollen hier am Ammersee von den Berufsfischern her. Wird wirklich oft kontrolliert. Oftmals unterm Jahr 4-5 Mal werde ich kontrolliert. Und ich finde es gut so. Finde ich toll. Und auch schon aufgefallen ist mir, dass solche Kollegen, die eben so Scheiße bauen, die verzupfen sich dann. Zack, zack. Gleich weg. In der Nähe ist ein Berufsfischer und er wird dann gleich Motor angeschmissen und weg. Na gut. Aber wie gesagt, muss selber jeder wissen, ich bin hier kein Richter. Und meistens ist er so, wo kein Kläger, kein Richter. Aber irgendwann werden solche auch erwischt. Und dann ist natürlich der Angelschein weg, beziehungsweise die Lizenz hier am Ammersee zu angeln. Und das vielleicht für ein paar Jahre. Und ob es das dann wert ist, ob ich da 10 Renken fange oder 5. Also seid mir nicht böse. Naja, ein Thema für sich, wie so oft. Ja, wenn ihr noch mehr Fragen habt zum Ammersee, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich versuche alle zu beantworten. In der nächsten Saison 2024 werde ich dann auch mal die anderen Slipstellen hier rund um den See einen Augenschein nehmen, ein paar Clips drehen und ich freue mich schon auf die nächste Saison. Neue Projekte stehen wieder bei mir zumindest persönlich auf dem Schirm. Unter anderem das pelagische Angeln. Das ist ein riesen Big Point bei mir. Das greife ich natürlich an 2024. Ja, Kollegen, wenn ich euch mit dem Video einige eurer Fragen beantworten konnte,
würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Ammersee gefällt oder welche Erfahrungen ihr am Ammersee gemacht habt. Gerne kannst du mich natürlich auch unterstützen, indem du meinen Kanal Jagdspirit abonnierst. Somit bekommst du automatisch eine Info, sobald hier ein neues Video erscheint. Ich gehe jetzt mal hier rüber, links zum Strandhaus und zeige euch mal den Biergarten, den Spielplatz. Das ist nämlich auch ganz nett für die Family. Ein bisschen was zur Lage kann ich noch sagen. Also hier ist Echen, hier weiter drüben geht es rüber nach Schondorf, Utting und ganz unten ist Diesen. Dann ganz hinter Herrschinger Bucht. Hier rauf auf die Ostseite vom Ufer ist dann Breitbrunn, Buch und ganz hier oben ist dann Stegen, Inning. Und hier rüber über die kleinen Inseln, da hinten ist eben das Schongebiet, da darf man nicht fischen. Der Steg hier im Übrigen ist nicht für Badegäste, der ist nur für die Wasserwacht gedacht. Also betreten verboten hier. Ja, der Biergarten und Strandhaus hat jetzt natürlich zu, die Saison ist von April bis Ende Oktober auch und dann geht ja hier auch nichts mehr, also wird geschlossen sein, aber ich zeige das jetzt trotzdem mal, weil es wirklich ein schöner Biergarten, kann man gut essen, tolles Ambiente und wie gesagt für die Kiddies Platz, kann sich die Familie aufhalten, während wir dann zum Angeln gehen. Hier in Eching, auch noch für die Angelfreunde jetzt kurz erwähnt, für die Gastangler. Hier draußen, wo das letzte Segelboot noch zu sehen ist, da sind einige Bojen, wo die Segelboote da sind. Und da ist auch dann die Kante, wo es ins Tiefere abgeht. Es ist immer ein guter Spot zum Fischen, gerade Barsche. Renken hier in Eching, muss ich sagen, sind top. Soweit darf ich ja verraten, gell? Renken hier in Eching sind sehr gut, weil der Boden recht sandig ist und dann im Frühjahr die Mücken hier hochsteigen. Also habe hier immer gute Renken gefangen. Ja, ist ein guter Spot. Ja, jetzt sind wir hier auf der Liegewiese vom Strandhaus. Also ist wirklich schön angelegt alles. Da kann man schön einen abhängen. Gerade für Kinder, Familie. Hier ein paar so Sitzbänke, Liegeflächen, da legen die sich im Sommer hin mit einem Handtuch. Ist auch eine klasse Sache. Die Kiddies da hinten können Spielplatz da rumturnen. Groß angelegt. Schwenke mal hier rüber zum See noch einmal, hinten in Herrsching. Ja, da glaube ich, kommt gerade Regen runter. Ja, hier auch nochmal für die Kids zum Rumtollen. Alles da. Der Bär im Sommer. Schauen wir mal, wann die zugemacht haben. Also Strandhaus kann ich wärmstens empfehlen. Tolle Location, gutes Essen, nettes Team auch. Ja genau, bei schönem Wetter bis zum 3. Oktober für euch da. Aha. Ja, klar, es setzt natürlich zu, ist ja nichts mehr los jetzt. Geht ja keiner mehr baden. Obwohl, ein paar habe ich noch im Wasser gesehen. Total irre. Also schaut ruhig mal hier in Eching vorbei. Für alle, die den Ammersee besuchen möchten. Es gibt auch einen wunderschönen See-Rundgang um den See. Man kann fast Tuschur den ganzen See an der Wasserlinie mit dem Fahrrad oder zu Fuß wandern entlang gehen. Das ist wirklich toll. Ist schon verbaut, aber das meiste an der Wasserlinie ist frei und begehbar. Das muss man auch erstmal finden. Ich glaube, Herrsching hat sogar die Europas größte oder längste Flaniermeile am See. Habe ich mal irgendwas im Fernsehen, glaube ich, gesehen.
Ja, Herrsching am Ammersee. Da war irgendwas im Bayerischen Rundfunk, meine ich, für die schönste und größte Flaniermeile am Seeufer. Ja, jetzt haben wir einmal das Strandhaus umrundet. Hier gibt es auch eine Hinweistafel vom Naherholungsgebiet Eching am Ammersee. Zeige ich auch schnell mal kurz. Da stehen halt ein paar Tipps drauf und wie man sich verhalten soll und so weiter. Aber ich denke, das versteht sich von alleine. Hier grillen und Feuer machen, ist ja klar. Aber es gibt halt immer wieder, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt solche Menschen und solche Menschen. Gell? Ist wie überall. Manchmal traurig. Ja, jetzt schwenke ich mal hier auf den Parkplatz. Keine Parktickets ziehen oder Gebühren etc. Und das ist natürlich schon tolle Sache. Ich weiß, ich am Wörthsee, da findest du keinen Parkplatz, wo du nicht zahlen musst. Die haben einen totalen Klopfer. Totalen Klopfer. Ich glaube, da kostet ein Tagesticket 5 oder 6 Euro. Oder? Habe ich in Erinnerung? Ja, da werde ich auch noch mal ein Video machen, wenn ich mal zum Wörthsee oder zum Pilsensee fischen gehe. Mit dem Kajak. Und das werde ich mal zeigen. Also das ist der Hammer. Das ist natürlich hier ein Eching-Top. In diesen, wo man auch slippen kann, oder in Herrsching. Ja, Herrsching ist am Straßenrand, wo man dann parken muss. Aber in diesen ganz unten gibt es auch noch Parkmöglichkeiten, die kostenlos sind. Das ist auch noch toll, ja. Jetzt sind wir praktisch wieder hier am Ausgangspunkt vom Parkplatz. Aha, Boot zu verkaufen. Ein Cut. Wer Interesse hat, blend's mal ein. Ja, ist ja nicht so schlecht. 2,6. Aha. Ja gut, ein Cut ist jetzt schlecht für andere. Ja gut. Das war's jetzt mal wieder. Das war mein persönlicher Saisonabschluss jetzt am Ammersee. Ja, jetzt ist halt vorbei. Ja, das war mein Video jetzt zur Slipstelle hier in Eching im Norden vom Ammersee. Im nächsten Jahr, wie erwähnt schon, mache ich die anderen Videos dann. Bleibt dran. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Okay? Servus, ciao.